Eigentlich dachten wir, dass mit dem Beitrag vom weihnachtlichen Turmblasen die diesjährige Berichterstattung über die Wasserwerke abgeschlossen wäre. Die Havarie gestern Abend auf der Reichenbacher Straße belehrte uns eines Besseren und hat wohl endgültig dafür gesorgt, dass 2017 als das Jahr der Wasserrohrbrüche in die Zwickauer Historie eingeht. Nach der Kreuzung an der Mokka-Bar und der Werdauer Straße war es erneut eine alte Gussleitung, die ihren Dienst verweigerte. Die Bilder am Abend des 26. Dezember ähnelten denen, wie wir sie in den letzten Monaten in Zwickau bereits mehrfach gesehen haben. Straßen, die sich binnen weniger Minuten in Seenlandschaften verwandelten, Fußwege, die von Schlamm überspült wurden. Also wir haben so gegen 21.30 Uhr haben wir die ersten Meldungen gekriegt von der Bevölkerung, dass hier starker Wasseraustritt auf der Reichenbacher Straße zu verzeichnen ist. Und so gegen 22 Uhr, würde ich sagen, waren die Kollegen vor Ort die Ersten und haben halt hier einen schweren Rohrbruch festgestellt auf einer 600er Leitung, die wir hier liegen haben. Also hier liegen zwei Leitungen, eine 350er und eine 600er. Und auf der größeren haben wir eben einen Rohrbruch. Und das ist vom Material her Guss, sodass vermutlich eine Scholle rausgebrochen ist aus dem Rohr. Deswegen natürlich auch die große Menge, die an Wasser hier die Reichenbacher Straße runtergelaufen ist. Berufsfeuerwehr, Polizei und der Havariedienst der Wasserwerke Zwickau waren kurz danach vor Ort und leiteten erste Maßnahmen ein. Der Bereich zwischen Bürgerschaft und Bahnstraße wurde gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die ersten Maßnahmen waren eigentlich abzuschiebern, das Stückel auszugrenzen sozusagen hier. Und wir konnten das auch auf einen geringen Bereich begrenzen, sodass jetzt eigentlich wir gar keinen Ausfall mehr an der Bevölkerung haben, sondern dass nur diese 100 Meter hier das Baufeld vor der GAZ, was jetzt noch außer Betrieb ist. Ansonsten hat die ganze Stadt wieder Wasser. Nach dem Schadensereignis hier im Bereich der Reichenbacher Straße hatten wir Ausfälle. Und ansonsten hatten wir im Stadtgebiet mit Trübung hatten wir ein bisschen was. Das ganze Ausmaß der Havarie konnte man aber erst bei Tageslicht erkennen. Wasser und Schlamm bis runter zur Bahnstraße, geplatzter Asphalt, der sich an mehreren Stellen gehoben hat. Mit schwerer und mit sensibler Technik war der Havariedienst der Wasserwerke am Vormittag noch mit der Lokalisierung des Schadens beschäftigt. Wir versuchen den Rohrbruch zu orten. Das ist mittels Bodenmikrofon gemacht worden. Aber es gestaltet sich schwierig, da schon wieder Vorverkehr auf der Reichenbacher Straße ist, dass der Kollege genau eingrenzen kann, wo der Bruch genau ist. Wir machen jetzt einen zweiten Versuch und wir hoffen, dass wir damit jetzt Glück haben. Ist der Schaden geortet, kann mit dem Austausch der Gussleitung begonnen werden. Eine Maßnahme, die bei günstiger Witterung relativ schnell vonstatten geht. Man kann es jetzt schlecht sagen, aber also ich rechne mindestens mit einer Woche bis 14 Tage, muss man schon rechnen. Es ist ja großflächig der Asphalt angehoben. Man kann jetzt eigentlich noch gar nicht sagen, inwieweit die Straße unterspült ist. Und das müsste man wirklich vorher abklären und kontrollieren, bevor man hier wieder freigeben kann. Im Tiefbauamt der Stadt ist man da weniger optimistisch. Im Vergleich zur relativ schnellen Reparatur der Wasserleitung dürfte die grundhafte Instandsetzung der Fahrbahn mehrere Monate in Anspruch nehmen. Einer der Gründe ist der Engpass beim Mischgut. Da die Asphaltwerke ihre technischen Anlagen überholen, kann derzeit nicht geliefert werden. Und so werden Autofahrer wohl oder übel noch bis zum Frühjahr mit der Umleitung über die Bürgerschacht und die Bahnstraße leben müssen.